Hallo und herzlich willkommen am 24.12.2020. Heute ist Heiliger Abend. Er war bereits schon. Es ist 19:32 Uhr und ich liege schon im Bett, weil ich sehr müde bin und nicht mehr aufbleiben wollte. Heute war Sonja da am Nachmittag. Sie hat mir die Nägel gemacht und die Haare gelockt und zurückgesteckt und so. Davon seht ihr ein Foto auf Facebook von meinem Weihnachtslook. Ich habe mich jetzt zum Teil abgeschminkt, aber den Kajal habe ich vergessen abzuschminken. Ja, wie gesagt, Sonja war da. Und wir waren zweimal draußen. Also war es wieder schön warm. Nur der Wind ist ganz schön gegangen. Die Bescherung war schön. Ich bin zufrieden mit meinem Geschenk. Sehr zufrieden sogar. Ich meine, den Großteil habe ich mir selbst ausgesucht. Aber naja. Ja. Der Abend war recht schön, das Essen war gut. Und es hat sich das Warten gelohnt. Nur, dass ich hier zu müde bin, stört mich total. Eigentlich möchte ich noch nicht im Bett liegen. Und ich finde es schade, dass ich jetzt so müde bin. Und dass ich so Kreuzschmerzen habe. Aber naja. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe Christoph und Kerstin auch fröhliche Weihnachten gewünscht. Und ein paar Freunden auch. Obwohl ich allen, die meinen Kanal verfolgen, die mir auf Facebook folgen, fröhliche Weihnachten wünsche. Und dazu schreibe ich nicht jeden extra an. Das wäre auch irrsinniger Blödsinn, jeden einzelnen anzuschreiben. Aber naja, die wichtigsten Leute habe ich halt angeschrieben. Ich bin total müde. Wenn's auffällt. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.